Franz der Beschworene, das war jetzt gar nicht einmal die Frau. Aber trotzdem ist er Diva. Hallo mit dem. Wir Ex-Bamer, das geht ins Handgelenk. Boah. Gar nicht mal so schlecht für einen Träger. Clive! Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen. Du hast dich damals nicht beschwert, Benedikta. Sag, Sidolphus, sei ehrlich, warum hast du dein Königreich verraten? Das war eine Frage, Herr Kommandant. Warum? Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Was willst du dann hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Lady Benedikta! Wir haben den Dominus gefasst! Ach, nie hat man seine Ruhe. Und weg ist sie. Gott sei Dank. Warum unsympathisch? Hat sie gesagt, wo sie hin will? Nein. Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht... Überlassen wir das unserem Gav. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. Also, es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so ein Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Als niemand geredet hat, haben sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön rohe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand von euch auspackt. Wisst ihr, es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. Oh, treibe die Kund von Prinz Dion ins Land. Hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand und tausende Feinde sind rasch übermannt. Er fährt aus dem Himmel und spaltet die Erd. Sein Speer hat den Sturm sich vor jedem zu, Clive. Und wenn Rache wird ihn nicht zurückbringen. Niemals. Umneigt. Sein Name wird 13 Jahre sind das. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Du willst dich deinem also fügen. Hm.
währenddessen. Die große kaiserliche Armee zeigt uns ihr wahres Gesicht. Eine Handvoll stümperhafter Gauner und Feiglinge, die sich hinter steinernen Mauern verstecken müssen. Gut, Bahamut mag hunderte Heerscharen führen, doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt. Willst du mir sagen, warum du dich nicht wehrst? Du besitzt die Kraft, Götter zu bezwingen. Deine Flammen haben den Phönix vernichtet. Doch du kämpfst nicht. Du fliehst nicht. Du leugnest deine Gabe. Vielleicht bist du abgelenkt. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Lord Margrave, nicht! Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sei nett zu ihnen, ja? Clive. Hm? Wach auf, Gaff ist da. Kernovan. Eine der Festungen des Kaiserreichs. Nur offensichtlich nicht fest genug für die Valuta. Sie haben die Träger dort eingelocht. Kein Zweifel. Benedicta wird mit einer kleinen Gruppe gereist sein, um unbemerkt zu bleiben. Das heißt, die Gefangenen wird sie an Kurz alleine halten. Wie auch den Dominus. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein. Und drin spüren wir sie auf. Und was mache ich? Gute Frage, Gaff. Du wartest vor dem Kehr und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Wie langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gaff. Du bist der Mann dafür. Tja, wenn du es so sagst. Dann gehe ich am besten schon mal vor und sehe mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Also, geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Nein. Im Schatten der Nacht. So, will jetzt ausprobieren. Er hat deswegen Waliser. Will ich anpassen? Wie geht das? Thank you.
will den Träger. Oh Gott, ist das kompliziert. So. Ne. Das ist er. Okay. Wie dann? Hä? Schab doch. Okay. Jetzt, wo das geklärt ist, will ich dir jemand vorstellen. Um die Zeit? Mal schauen, ob das funktioniert. Gehört die Taverne. Wenn er gute Laune hat, lässt er uns über Nacht bleiben. Guten Tag, der hier. Was kann ich heute für dich tun? Langschwert 700? Pff, nö. Kaufen nehmen wir nichts. Schau's mir trotzdem an. Wobei ich gelesen habe, Kaffer soll man und dann lieber aufrüsten, bevor das Mobbe selber baut. Kämpf weiter für die Sache. Aber ich würde agieren. Selber irgendwie schauen, ob man seine Trankkapazitäten oder so aufrüsten kann, dass man mehr mitnehmen kann. Was denn du da für Taschenlampen? Okay. Quentin, mein Bester, wir würden gern bei dir übernachten. Das dachte ich mir. Wo hast du den gefunden? Den hier? Die Geschichte glaubst du mir eh nicht. Quentin hier ist ein alter Freund und steht im Grunde auf unserer Seite. Ach wirklich? Also weiß er auch von eurem Versteck. Wer hätte gedacht, dass es so viele gibt, die Trägern helfen wollen? Soweit ich weiß, landet man für sowas schnell auf dem Schafott. Der Gefahr bin ich mir bewusst. Doch sie zahlt sich für mich aus. Und was könnte sich mehr lohnen als ein eigener Dominus des Feuers? Ein Dominus? Nein, einen Dominus habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich nicht. Nein, aber in Kielbrück bleibt nichts verborgen. Nicht einmal ein kleines Brandmal. So etwas bemerkt man hier sofort. Und wie ein herumschnüffelnder Träger behandelt wird, kannst du dir sicher selbst denken. Dein Blick verrät, dass du fürchtest, auf taube Ohren zu stoßen. Wie so oft, seit dem Tag, an dem du gebrandmarkt wurdest. Kopf hoch. Ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für Sid. Für dich. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du die Leute damit zum Reden bringst. Du hast den Gehängten von Quentin erhalten. Mögen die Mütter dich segnen. Ich habe gelesen, du hast das Gehänge von Quentin erhalten. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Auch wenn wir uns am Breck sind, hier in Kielbrück, ist sein Wort Gesetz. Und wieso? Das willst du erstmal nicht wissen. Glaub mir, jeder Mensch in Kielbrück weiß, was das Siegel bedeutet. Und was passiert, wenn man nicht spurt. Wir können hier sitzen und Däumchen drehen oder mit deinem neuen Geschenk den Dominus finden. Denk nach. Mal sehen, ob das Siegel wirklich was bringt. Okay, wo jetzt wieder hin? Wieder zurück. Oh. Und rauf.
Wollen wir ein paar Quests machen, Mann? Was ist das? Nicht passierbar.